Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Patrick hat mich heute schon wieder überrascht, also anscheinend ist Paris so meine Überraschungsstadt. Auf jeden Fall sind wir heute auf einer Bootstour mit einem Mann dazu und wir freuen uns, euch mitzunehmen und ich hoffe, das Video gefällt euch. Also viel Spaß! Wir mussten in der U-Bahn zweimal umsteigen und sind wie so wahnsinnige gejoggt. Aber das Gute ist, jetzt konnten wir auch nicht beklaut werden, haben wir gesagt. Ich würde sagen, wir haben jetzt uns verdient, auch was zu fressen. Boah, Nahrung wäre echt sehr interessant. Und wir bestellen uns jetzt mein Essen. Ich nehme als erstes Burrata und Spargel und dann schauen wir mal, was es noch gibt. Auf jeden Fall haben wir wieder wunderschönes Wetter und richtig gemütlich. So, der erste Gang, Spargelsuppe mit Burrata und Weißwein. Also Leute, die Überraschung ist gelungen, die Bootstour war echt richtig schön und ich muss sagen, wir konnten auch ganz gut abschalten. Ja, wir haben uns auch einfach eine ganze Flasche Wein reingezogen. Eine ganze Flasche. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen riesen Spaziergang. Ja, zum Frühstück, weil wir hatten noch kein Frühstück und dann haben wir eine Flasche Weißwein bekommen, also haben wir uns die geteilt und es ist aber irgendwie auch so, dass wir gesagt haben, man hat hier unheimlich viele Eindrücke und es ist dann ja manchmal so ein bisschen schnelllebig und dann finde ich, so Fahrten eigentlich ganz entspannt, ja, war weil dann cool. Sitzt man da, kommt so ein bisschen runter und ja. Und lädt sich eine rein. Ui, ein Spacken. Ja, und jetzt spazieren wir ein bisschen und was machen wir als nächstes? Ja, lass uns überraschen. Wir, ne? Oder ich weiß es selber noch nicht. So Leute, Patrick hat mir noch einen Secret Spot gezeigt und zwar La Rue Cremieux. Hier sind wunderschöne Häuser in Pastellfarben. Einfach nur ein cooler kleiner Fotospot. Es ist richtig schön hier, so eine ganz kleine Gasse. Wir schauen uns jetzt mal die Häuser an. Hier sind irgendwie in Gelbtönen, in Aprikot, in Rosa und Mint. Es sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, die Augenränder sprechen für sich. Es ist so schön hier, aber wir sind super platt. What? So langsam schon, meine Füße tun weh. Und wir wollen einfach alles mitbekommen. Deshalb, die Bootstour war mega, so zum Runterkommen. Jetzt sind wir gerade in einem, ja, ich glaube, hauptsächlich Ramenladen. Der heißt Holy Ramen. Patrick hat uns den empfohlen. Und unsere Host von unserer Airbnb hat den empfohlen. Also, kann es nicht so verkehrt sein. Genau, und wir werden nochmal auf meinem Kanal eine richtige Foodtour drehen, komplett durch Paris und 24 Stunden in Paris, die man machen kann, beziehungsweise machen muss, Sachen, die man machen muss in Paris. So Leute, Patrick hat eine Udon-Suppe, die sieht mega aus. Dann haben wir noch Edamame und gleich gibt es noch für mich Woknudeln und einen grünen Tee. Wow Leute, es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Thank you.
Das Coole ist, Leute, wir können einfach nach draußen gucken beim Essen. So Leute, wir haben uns jetzt mal einen O-Saft geholt. Wir dachten, so ein bisschen Refreshment. Ein bisschen Vitamine, ey, nach dem ganzen Sekt und Bier. Cheers. Oh, cheers. Gute Idee. Aber wo wir es gerade sagen, jetzt geht's weiter in, zu einem Secret Spot. Und ich glaube, da gibt es eventuell doch nochmal einen Sekt. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Essen war sehr lecker. Mhm. Es kommt immer noch nichts an. Wo waren wir noch? Utrecht. Utrecht war das Beste bisher. Ja. Die beste Rahmensuppe. Auf jeden Fall, das war am besten. Aber es war ja für mich auch noch leckerer als, wo waren wir denn letzte Woche? Hallem. Hallem, ja. Jetzt war es auf dem zweiten Platz. Jetzt geht es auf jeden Fall noch mal weiter. Ich glaube, wir müssen nicht mehr so weit fahren mit der Bahn. Mini-Stückchen. Und ich muss sagen, ich bin auch ziemlich platt so langsam. Ey. So ein Städtetrip ist schon anders als so ein Trip am Meer. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen unentspannter, aber chillig. Schön. Cheers. So, und Leute, hier ist dann die Tür. Ihr drückt hier drauf. Es sieht erst nach einem Waschsalon aus und dann geht's ab in die Bar. Let's go! Wie geil ist das denn, Leute, mit Schwarzlicht? Mega! Lach mal! Funktioniert, ne? Einfach mal Wäsche machen. Ey, krass. Das funktioniert ja tatsächlich. What? Ich mach dir nicht an. Geht die Bar oben aus, ey, wird die überflutet. Das sieht eine echte. Hallo? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie geil ist das bitte? Das ist heftig, oder? Schwarzlicht. Ich fühle mich wie früher in der Eishalle mit 14. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Patrick und ich haben die mega Geschäftsidee. Wir haben gesagt, wie wäre es denn, wenn man seine Wäsche wäscht und dann in der Zeit oben einen Drink nimmt und dann betrunken seine Unterhosen mit nach Hause nimmt? Ich glaube, das ist eine Million-Dollar-Idee. Yes! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage jetzt au revoir und lasst mir ein Like da und gebt mir mal einen Kommentar. Ciao!